Zehntausende Menschen haben am Samstag in Bukarest gegen die rumänische Regierung protestiert. Anlass war der einjährige Jahrestag einer Kundgebung, gegen die die Polizei äußerst hart vorgegangen war. Die Demonstranten werfen der sozialdemokratischen Regierung notorische Korruption, eine schlechte staatliche Verwaltung und die Schwächung des Justizwesens vor. Jeder, der weiß, wie man sich um etwas kümmert, weiß, dass man auch mal aufräumen muss, in einem Haus, einem Garten, einem Land. Wir müssen uns um dieses Land kümmern, es ist voll von Unkraut. Getragen werden die Proteste von vielen im Ausland lebenden Rumänen. Angeheizt wurden die Kundgebungen durch den Fall eines 15 Jahre alten Mädchens, das entführt worden und von ihren Kidnappern getötet worden war. Sicherheitsbehörden wurden in dem Fall erst 19 Stunden nach einem Notruf aktiv. Zu dem gewalttätigen Vorgehen der Polizei gegen friedliche Demonstranten am 10. August letzten Jahres wurden Ermittlungen aufgenommen. Ergebnisse hierzu liegen jedoch nicht vor.